Noch dreimal schlafen, sagen die Kinder vor dem Weihnachtsfest. Für den HC Erlangen ist es jetzt auch noch dreimal schlafen bis zum größten Triumph in der Vereinsgeschichte. Vielleicht noch größeren Triumph, dann, das werden wir alle am Sonntag sehen. Das Pokalfinale steht an, das Pokalfinalwochenende. Der HC Erlangen trifft am Samstag auf den SC Magdeburg im Halbfinale. Und zu Gast hier auf dem Podium sind Raul Alonso, Trainer und Sportdirektor des HC Erlangen, vor der Abreise der Mannschaft morgen, glaube ich, Raul, ne? Richtung Hamburg in die Barclays Arena. Anwurf ist um 16 Uhr zu sehen, auf Sky natürlich, aber natürlich auch bei den Öffentlich-Rechtlichen auf dem Channel der ARD. René Selke, der Geschäftsführer des HC Erlangen, ist auch mit da und unser Abwehrspezialist und Rückraumspieler Nikolai Link. Guten Morgen, Nico. Erste Frage an den René, wie viele Fans kommen denn mit? Wir haben schon die T-Shirts an, Sonderedition extra für die Fans in Hamburg, die rote Wand zu errichten. Gibt es übrigens auch noch bei uns im Shop, also noch schnell zuschlagen, wer möchte. Wie viele Fans sind dabei, lieber René? Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich denke mal, wir werden dort die mit Abstand größte rote Wand aufbauen, die wir jemals beim HC Erlangen hatten. Ich freue mich unglaublich über die riesige Unterstützung, die wir dort bekommen werden. Über 1000 Fans werden uns dort auf dieser historischen Reise begleiten. Eine Wahnsinnsunterstützung von den Rängen. Wir wissen ja schon bei den diversen Auswärtsspielen, welchen Druck unsere Fans da machen können, wie viel Unterstützung da kommt. Und ja, mit so einer riesigen Unterstützung dort jetzt in Hamburg, ist alles möglich, sage ich jetzt mal. Wir freuen uns sehr auf ein wirklich historisches Wochenende. Du hast es ja schon gesagt, das Final Four in Hamburg ist einfach das größte Event, was man sich im deutschen Handball vorstellen kann. Ich denke, für viele oder für uns alle geht da wirklich auch ein kleiner Traum in Erfüllung, wenn man denkt, wir sind unter den letzten 4 Mannschaften in Deutschland. Die anderen Teilnehmer sind der amtierende Pokalsieger, der Rekordmeister, der Tabellenführer und wahrscheinlich zukünftige deutsche Meister. Also ja, das Beste der Besten und ja, mittendrin der HC Erlangen. Dementsprechend fahren wir natürlich da auch mit einem breiten Grinsen hin. Wissen natürlich, dass wir da der ganz klare Underdog sind, aber ich glaube, in dieser Rolle fühlen wir uns ganz wohl. Haben dort in der Regel auch unsere besten Spiele gemacht und ja, was dann am Samstag natürlich dann passiert, werden wir dann mal sehen. Aber wenn ich mir jetzt auch zum Beispiel so vorstelle, keine Ahnung, vor über 10 Jahren habe ich mit Nico hier angefangen und ich glaube, wir beide hätten uns da auch noch nicht denken können, dass wir jetzt hier nach 10 Jahren sitzen und am Wochenende beim größten Event des deutschen Handballs teilnehmen. Das ist schon ja, ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Also wir alle freuen uns, wie gesagt, sehr drauf und trotzdem darf man natürlich den Fokus nicht verlieren, dass es da auch um was Sportliches geht, keine Frage. Aber Raul und Nico und die ganze Mannschaft haben natürlich schon den vollen Fokus darauf. Genauso auch wie wir von der Geschäftsstelle im Hintergrund. Auch wir reisen morgen schon an. Ist für uns natürlich auch ein ganz, ganz großes Event und mit vielen Themen drumherum. Wie gesagt, die Vorfreude ist groß. Wer jetzt auch noch live dabei sein möchte, wie gesagt, über 1000 Mann sind es schon. Ein paar Tickets gibt es noch. Der kann sich jetzt noch kurz entschlossen mit bei dieser historischen Reise uns begleiten. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns da vor Ort unterstützt und anfeuert. Wie gesagt, ganz, ganz großes Event, was uns da bevorsteht. Die Freude ist riesig und dann schauen wir mal, was es da gibt am Wochenende. Dann werfe ich mal den Pass gleich weiter auf den Nico. Du hast es schon angesprochen, René, vor 10 Jahren. Nico, hat man sich's vorstellen können vor 10 Jahren, dass ihr hier mal landen werdet beim Final Four? Ja, es war als ich hierher gewechselt bin, war das schon ein ganz weites Stück weg. Aber ich meine, die Entwicklung der letzten 10 Jahre ging ja schon relativ rasant. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen eine Belohnung jetzt dafür. Ich glaube, ich war selber noch nie beim Final Four, freue mich da riesig drauf, so wie die ganze Mannschaft das tut. Und wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, ja, dann muss man sagen, ist es krass und war natürlich damals nicht so vorstellbar, ist aber irgendwie auch eine schöne Bestätigung jetzt für die letzten Jahre. Wir haben gehört, was es für den Verein, für die Geschäftsstelle bedeutet. Was bedeutet es denn für die Karriere eines Handballspielers, dieses Pokalfinale vorzuerreichen? Naja, wie gesagt, ich war da selber noch nie. Man hört ja immer nur von allen Spielern, die da waren, dass das einfach nochmal eine andere Welt ist, von der Stimmung, von der Atmosphäre, auch von dem Level, was an dem Wochenende da gespielt wird. Also da schwärmt jeder davon. Deswegen ist das sicher eins der Karriere-Highlights jetzt vor allem von mir, der jetzt selber da eben noch nie war. Und es ist schon eine große Vorfreude da und ich bin gespannt, was uns da erwartet und habe Bock auf das Spiel. Also René hat es schon gesagt, wir sind zwar Underdog, aber ich meine, das ist ja erstmal völlig egal, beziehungsweise fühlen wir uns da ja anscheinend wohler als Favorit, deswegen ist das ja mal kein schlechtes Vorzeichen.
Absolut. Historisches Ereignis, aber gleichzeitig geht es im Halbfinale, lieber Raul, auch gegen den Tabellenführer und das Nonplusultra des Handballs im Moment, den SC Magdeburg. Mit welchen Gefühlen fährst du als Trainer für die Mannschaft nach Hamburg? Ja, guten Morgen zusammen. Wurde bereits auch mehrmals gesagt, die Vorfreude überwiegt. Ich glaube, dass das einfach eine ganz tolle Sache für uns alle ist, auch für mich als Trainer. Und ich durfte ein paar Mal dabei sein. War natürlich auch extrem begeistert von der Kulisse, von der Atmosphäre und auch von dem Level, was an diesem Wochenende immer geboten wird. Aber letztendlich geht es darum, diese Vorfreude auch ein Stück jetzt mitzunehmen, in positiven Umsetzen und den Fokus auf das Spiel zu legen. Und wir fahren natürlich auch mal mit dem Bewusstsein, dass wir eine Mannschaft sind, die in der Lage ist, diese Mannschaften auch zu schlagen. Dementsprechend bereiten wir uns akribisch auf den SC Magdeburg vor und hoffen, dass wir natürlich an dem Tag auch mal eine unserer besten Leistungen bringen, damit wir den Tabellenführer auch mal schlagen können im Halbfinale. Werden dir da alle Mann zur Verfügung stehen? Also erstens will natürlich auch jeder dabei sein, das ist klar. Das spürt man auch, dass die Jungs einfach mal unglaublich viel arbeiten, noch mehr sogar. Und sicherlich haben wir ein paar angeschlagene Spieler, wie jede Mannschaft. Also ich glaube, dass wir nicht alleine sind. Aber ich gehe davon aus, dass wir mit der Truppe auch so auftreten können, wie wir uns das wünschen. Super. Bevor wir dann auf die Fragen unserer Zuschauer, unserer Dauerkarteninhaber eingehen, wir haben auch ein paar gesammelt, hatten gestern auf Social Media ja auch dazu aufgerufen, Fragen zu schicken. Auch jetzt alle, die live zuschauen auf Zoom, können gerne noch in der Chatfunktion ihre Frage hier ans Podium richten. Wir lesen die dann gerne vor. Zuvor aber natürlich erstmal die Medienvertreter. Gibt es jemanden hier aus dem Kreise, der eine Frage hat? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann schauen wir mal, was uns für Fragen gestellt werden. Vielleicht gleich anschließend an die letzte, das passt ganz gut. Ist schon klar, ob Steinert spielt? Sieht sehr gut aus. Also er trainiert schon einige Tage voll dabei bei der Mannschaft und ist bei der Mannschaft dabei und sieht so aus. Natürlich geht es vielleicht nicht über die komplette Spielzeit, aber ja, will halt dabei sein und tut alles dafür, hat wirklich, muss man auch mal die medizinische Abteilung und ihn selbst auch extrem loben, dass er aus dieser Verletzung so schnell wie möglich rausgekommen ist und jetzt wieder eher als wichtiger Spieler für die Mannschaft dabei sein kann. Super. René, die nächste Frage an dich. Gibt es einen Fanbus nach Hamburg? Nein, die Anreise erfolgt sozusagen individuell. Also die Mannschaft fährt natürlich mit ihrem Bus, aber die Fans reisen alle auf unterschiedlichsten Wege, entweder mit dem Zug oder Flug oder auch mit dem Privat-Pkw an. Also ja, das ist alles individuell geregelt. Alles klar. Und noch eine Frage auch an den Nico. Wie viel Druck macht ihr euch vor dem Spiel? Ach, keine Ahnung, es ist ein Pokalhalbfinale. Ich meine, Wir spielen jede Woche Bundesliga. Ich meine, da ist genug Druck in jedem Spiel. Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir uns da nicht mehr oder weniger Druck machen. Ich meine, man ist wahrscheinlich noch ein Stück weit motivierter und noch vielleicht ein Stück weit angespannter vor dem Spiel. Aber aktuell machen wir uns den nicht. Ich glaube, das wäre auch jetzt falsch, das zu machen. Ich meine, es sind auch noch 4 Tage bis zum Spiel. Aber ich denke, wir werden alle am Samstag in das Spiel gehen, beziehungsweise ich denke es nicht, ich bin mir sicher, um dieses Spiel für uns positiv zu gestalten. Aber der Druck ist da, glaube ich, gleich wie bei jedem Bundesligaspiel, beziehungsweise können wir ja auch toll erzählen, dass wir der Underdog sind und uns den Druck so nehmen. Aber naja, wir gehen einfach in das Spiel rein, um da über 60 Minuten, was Raul schon gesagt hat, unsere beste Leistung abzurufen, weil die brauchen wir definitiv, um da irgendeine Chance zu haben. Und dann wollen wir schauen, dass wir die Sensation schaffen. Alles klar, die letzte Frage dann noch an den René, wenn er sie denn beantwortet. Aberglaube ist ja auch immer mit dabei. Du hast schon auf den Zettel ein bisschen geschielt. Wo wird denn der Sieg gefeiert, wenn der Pokal gewonnen wird? Ja, also ich glaube, das ist relativ klar, dass wir uns über solche Themen überhaupt, also wirklich überhaupt keine Gedanken machen. Der volle Fokus, nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch bei uns im Hintergrund, liegt ausschließlich auf dem Samstag. Die Aufgabe ist groß und schwer genug. Sollten wir sie lösen, werden wir sehr spontan auf alles reagieren. Und ich glaube, das ist auch der einzige vernünftige Weg. Alles andere ist Quatsch. Wir wissen, wie groß, wie gesagt, diese Aufgabe gegen Magdeburg ist. Und das ist der Fokus. Alles andere
werden wir dann schon über die Social-Media-Kanäle und alles Weitere dann entsprechend kommunizieren. Jeder, der zum Beispiel jetzt auch an dem Wochenende nicht mit dabei sein kann, wird durch uns oder natürlich auch durch dich, Christoph, sehr eng bei der Mannschaft dabei sein. Wir werden versuchen, so viele Eindrücke wie möglich euch mitzugeben in die heimischen Wohnzimmer. Und ja, wenn sich da was ergeben sollte, was dann über den Samstag hinausgeht, dann werden wir das natürlich entsprechend kommunizieren. Alles klar. Samstag, 16 Uhr in der ARD und auf Sky. Der HC Erlangen trifft auf dem SC Magdeburg-Pokal-Halbfinale. Seid dabei, drückt die Daumen. Und wie gesagt, wer möchte, kurz entschlossen zum Daumen drücken, auch noch nach Hamburg zu fahren. Auch da gibt es noch Tickets. Dankeschön.